Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus dem Spiel War Thunder. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie kann ich Panzer, die ich eigentlich theoretisch frontal gar nicht knacken kann, doch frontal knacken. Und wie extrem das teilweise möglich ist, dafür haben wir ein paar Beispiele vorbereitet. Eins einfach, um euch zu zeigen, es gibt im Grunde genommen hier im Spiel keinerlei Gegner, die man nicht frontal knacken kann. Das Problem ist nur, viele wissen oft gar nicht, wo sie hinschießen müssen. Ich nehme mal hier so ein typisches Beispiel, bevor wir dann gleich in die Beispielvideos gehen. Der hier verflucht von ganz, ganz vielen Leuten. Dann steht man dem auch noch gegenüber und dann fängt man an zu ballern. Man ballert hier unten hin, man ballert da oben hin, man ballert hier hin, man ballert dahin. Man ballert überall hin, aber irgendwie ist das Ding nicht kaputt zu kriegen. Der M1 Abrams ist total OP, unbezwingbar und überhaupt alles ist Kacke. Ein weiteres Beispiel, auch das kennen wir hier aus dem Spiel. Der T-64 hat zwar nicht mehr ganz so ein extrem OP-Ruf, nachdem der M1 Abrams ins Spiel gekommen ist, aber auch hier hört man die Leute ganz oft schreien, wenn man die frontal vor sich hat, du kommst ja nirgendwo durch, der hat hier unten Verbundpanzerung, der hat da oben Verbundpanzerung. Gut, bei dem hat sich's mittlerweile rumgesprochen, dass man eventuell hier links und rechts neben dem Kanonenrohr noch penetrieren kann. Aber ansonsten sind die Dinger frontal nicht kaputt zu gehen. So, und wenn ich euch jetzt erzähle, dass man die immer kaputt kriegt, also zumindest hier mit so einem Begleitpanzer zum Beispiel, der nur 140 mm Penetrationsleistung hat. Oder hier, vielleicht damit. Ne? Wir stehen irgendwo und auf einmal kommen die ersten Spawncamper um die Ecke und es ist entweder ein T-64 oder es ist ein M1 Abrams und dann stehen die auch noch frontal vor uns und dann müssen wir eigentlich nur noch darauf warten, dass die uns auseinandernehmen und dann ist das Spiel vorbei. Ja, ist das denn eigentlich so oder kann man sich auch mit diesen Fahrzeugen richtig wunderbar und effektiv gegen diese Fahrzeuge wehren? Ja, kann man. Ich zeige es euch jetzt hier einmal erst im Hangar, worüber wir gleich reden, damit ihr die Videos auch versteht, was wir da zusammengeschnitten haben. Und in den Schnipseln selbst versuche ich das auch nochmal zu kommentieren. Fangen wir mal an mit dem M1 Abrams. Wenn wir uns das Fahrzeug von vorne angucken, dann können wir jetzt hier auch gerne die Schutzansicht anmachen. Dann sehen wir hier außen das ganze Blech. Und wenn wir dann in die Module gehen, muss man ja mittlerweile machen, wenn man wissen möchte, wie stark so ein Fahrzeug ist im oberen Tierbereich, dann sehen wir hier, da ist Widerstand gegen alles und jeden bis Ultimo. Da sollte man nicht durchkommen. Wuchtgeschosse, 240 mm, Hohlladungsmunition, 450 mm. Man kann dieses Ding doch eigentlich frontal überhaupt gar nicht knacken mit zum Beispiel einem Begleitpanzer, der gerade mal 140 mm AP-Granaten verballert. Damit kommt man ja eigentlich da vorne nicht durch. Doch, kommt man. Und zwar ohne Probleme. Das hier oben, diese Kiste, die da oben drauf ist, ja, wenn wir uns das hier angucken, die ist hier oben aufgeschraubt. Riesengroßes Ding. Da braucht ihr einfach nur mit eurer Flagge reinhalten. Oder mit eurem Begleitpanzer. Oder mit jedem x-beliebigen anderen Fahrzeug, wo ihr wisst, ich komme frontal nicht durch. Ballert da rein und ihr werdet euch wundern, was für Effekte das hat. Ob das alles so richtig umgesetzt ist, wir gucken jetzt hier nochmal auf die Module, kann ich euch an dieser Stelle nicht so richtig sagen. Weil wenn wir uns diese Optik hier angucken, zum Beispiel vom M1 Abrams, dann ist das für mich so ein Paradebeispiel dafür, dass es eben doch nicht so nah an der Realität liegt. Diese Optik ist oben aufgeschraubt, dann wird über ganz viele Spiegel oder heutzutage auch über elektronische Hilfsmittel wird das Bild dann an den Kommandanten, der hier vorne sitzt, quasi übertragen und dieser ganze Käse befindet sich außerhalb des Fahrzeuges. Von der Logik her müsste es eigentlich so sein, dass ein Geschoss, das ankommt, zum Beispiel eine Heatgranate oder sonst irgendwie was, hier oben zwar treffen kann, da auch penetrieren kann, da auch auslöst und was weiß ich nicht alles, aber zum Beispiel im Fall einer Heatgranate sollte das ganze Krempelzeugs, was dann da entsteht, hier Abgasstrahl, hier dieser flüssige Strahl, der sollte dann hier einfach hinten wieder rausgehen und dann hier hinten vielleicht die Turmluke treffen oder sonst irgendwie was. Normalerweise hat man nicht großartig Entwicklung nach unten. Aber selbst wenn dem so wäre, wir haben hier unten unheimlich viel Technik und Elektronik, die das meiste von dem reinkommenden Schaden sicherlich fressen würde. Gut, die ganze Technik ist danach nicht mehr zu gebrauchen, aber es sollte eigentlich nicht dazu führen, dass dieser Panzer binnen Sekunden ausgeschaltet wird. Wenn wir uns jetzt einmal das russische Gegenstück angucken, dann sehen wir hier oben, gibt es auch so ein aufgesetztes Ding. Ich mache nochmal wieder aus. Hier seht ihr das. Ist nicht ganz so groß,
wie beim Abrams, aber auch hier haben wir eben diese Optik, die oben aufgeschraubt ist. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, die ja, endet vielleicht ein bisschen eher im Kampfraum. Und da könnte man eventuell und unter Umständen eher nachvollziehen, wenn so eine Geschossserie ankommt, dass sie vielleicht irgendwie noch den Weg hier in den Kampfraum findet, wobei auch hier ziemlich viel Technik davor steckt. Nichtsdestotrotz, diese Hotspots sind gewollt. Und wie wunderbar das mit diesen Hotspots funktioniert, zeige ich euch jetzt in dem Zusammenschnitt. Ich schieße jetzt mal langsam, damit die Munition nicht alle geht. Ich gucke einmal erstmal, wo ich hin muss, wo ich ungefähr hinschießen muss. So, das ist schon richtig gewesen. Sehe das so schlecht, den Schlitz da oben, aber ich guck mal gerade. Das war's. Also ich muss ihn eigentlich nur einmal richtig anvisiert haben und dann einfach Dauerfeuer geben danach. Nur bei deiner Tarnung, das kam mir, ehrlich gesagt, kam mir das noch nie vor, also dass einer so gut getarnt ist. Aber es reicht ja, ich meine, ich sehe es ja, ne? Ja, das waren definitiv mehr als 50 Meter. Ich habe ja noch einen T-64, machen wir nochmal. Ja. Also im Zweifel würde ich auch anders vorgehen. Also ich würde erst auf dein Kanonenrohr schießen dreimal oder zweimal und dann ist es ja kaputt. Und dann kannst du dich ja eh nicht mehr wehren. Also mach das doch bitte einmal so wie... Okay. Wenn ich jetzt ein potenzieller Gegner bin. Okay, ich muss aber einmal dann. Ja. Kommt halt immer drauf an, wie dicht, ne? Ach, das ist jetzt der A, genau. Der hat denselben Schlitz. Das habe ich noch nicht nachgeladen, damit die Munition nicht leer ist. Ne? Normalerweise würde ich nachladen, aber in dem Fall werde ich jetzt einfach mal unnachgeladen einfach schießen. Ist schon kaputt, ja? Ja, ja. Oh, super. Schon im zweiten Treffer. Gut. Ja, und dann würdest du ja weiter wahrscheinlich jetzt mit dem MG auf mich schießen wollen. Jetzt gucke ich halt einfach, dass ich den Schlitz da wieder erwische. Und jetzt habe ich ihn. Jetzt muss ich kurz nachladen. Normalerweise habe ich ja 24 Schuss, aber in dem Fall... lade ich nochmal nach. Okay, ja gut, das ist, also ich würde jetzt, also wenn ich das jetzt gerade gemacht habe, ich hätte eigentlich weiterschießen müssen, dann würde dein Verschluss nämlich kaputt gehen dabei. Also der würde... Ja gut, schade. Also wenn du nochmal, also noch einen hast du nicht, ne? Dann starten wir nochmal neu, würde ich sagen, oder? Dann würde ich dir nochmal zeigen, also wie gesagt, wenn ich auf den Punkt schieße, dann könntest du, ich weiß ja nicht, wann dein Typ nachgeladen ist, im Zweifel. Das bedeutet, ich würde einfach weiter auf denselben Punkt schießen und würde dir den Verschluss dauerhaft kaputt machen, bis dein Typ nachgeladen ist und der nächste Schuss würde dann den Typen wieder töten. Also so müsste man sie mit dem umgehen, ungefähr. Okay. Quasi auf, oder ich schieße so schnell, dass ich auf den Abpraller hoffe, der dann das tut, was er tun soll. So, jetzt gucke ich erstmal ungefähr, wo ich hinkomme. Das war's schon, ne? Das war's, ja. Wo hast du ja jetzt reingeschossen? In dieselbe Optik, wo ich gerade reingeschossen habe. Zack, nun beide tot. Ja, das ist noch einfacher mit dem hier. Zwei Treffer gekriegt, zwei verschiedenen Spielen und immer war die Munition weg. Mhm. Beim Gepard. Ja. Wird einen Grund haben. Gut, ja, das ist eigentlich schon ausreichend, so gesehen. Wollen wir mal stehen. Gehe ich dich erstmal an. Boah. Höher. Ja, da bleibe ich jetzt einfach bei. Du, sobald die Typen nachbesetzt sind, sind die wieder tot. Umdrehkranz. Alles drin schon kaputt. Ja, jetzt lade ich entspannt nach und dann zwischendurch kriegst du dann nochmal eine Rakete immer rein. Ich glaube, das Rohr ist auch. Also, ich kann dir mal zeigen, was das mit dem Rohr auf sich hat. Also, das ist jetzt zwar die AP, also das ist jetzt die SAP-Munition, aber das Rohr müsste eigentlich richtig schnell krepieren. Treffe. Dann Abpraller am Rohr. Das war ein Rohrtreffer.
Das ist noch ein Rohrtreffer. Das war das Rohr. Ja. Kann ja nochmal den Turmkranz mal gucken hier. Da war auch irgendwas. Ja. Genau. Das war jetzt keine AP-Munition, ne? Das ist die Low-AP-Munition. Also. Ich habe ja noch die richtige AP-Munition. Die mit ohne Pen. Die, also das war jetzt die ohne Pen. Die andere ist mit Pen. Die hat ja 150 mm. Die hat 70 oder so was. Die hat halt diesen AP-Schaden, ne? Den HE-Schaden, den finde ich halt ziemlich nett. Gerade von der Seite. Kaputt schießen und rumfahren, ne? Was anderes ist ja sowieso selten realistisch. Aber du kommst wenigstens durch. Das war jetzt auch nur die normale Munition, also die HE, also die harte 112er. Kommst du beim Fahrer rein? Ja, ich glaube, irgendwo da wird er da die Schwachstelle haben. Ich spray den nochmal ab. Ich komme ein Stück näher. Ich spray den mal ab. Das Minengeschoss kann es nicht sein. Deswegen glaube ich auch, ich werde gleich mal die andere Munition nochmal laden. Das war der Turmdrehkranz. Das war das, was ich meinte. Irgendwo hat er da eine Schwachstelle. Das war der Turmdrehkranz. Ich habe den jetzt mal anvisiert, genau unterm Geschützrohr. Da kommt er durch. Da müsste man das gleich nochmal mit der anderen Munition versuchen, weil der ja nicht dick ist. Müssen wir wieder einen Mensch da. Ja, das war's dann aber auch. Dann haben wir alle durch, ne? Jupp. Ja gut, den Challenger. So, ihr habt gesehen, das funktioniert ganz wunderbar. Man braucht ein kleines bisschen Erfahrung. Man muss erstmal wissen, ne, ab wann man wo drauf schießen muss. Eine Empfehlung, die mich persönlich zwar immer wieder ärgert, wenn mir das in einem Gefecht passiert, aber es ist tatsächlich so, das ist eine Lebensversicherung. Das Erste, was ihr machen solltet, vor allen Dingen mit diesen Fahrzeugen, die eine sehr, 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 sehr hohe Schussfrequenz haben, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, haltet auf das Kanonenrohr des Gegners. Weil sobald ihr dort draufgeballert habt, ist das Ding im Regelfall nicht mehr zu gebrauchen. Wenn es nicht mehr zu gebrauchen ist, kann der nicht auf euch schießen. Das heißt also, wir haben das in dem Test zwar anders gemacht, weil wir uns da auf diese Hotspots konzentriert haben, die diese Fahrzeuge haben. Aber im Regelfall solltet ihr Folgendes machen. Gegnerpanzer M1 Abrams kommt um die Ecke, T-64 kommt die Ecke. Irgendein anderer Panzer kommt um die Ecke, wo ihr wisst, da habe ich eigentlich keine große Chance. Die erste Salve geht immer hier aufs Kanonenrohr, zerstört ihm das. Dann müssen die erstmal reparieren. Je nachdem, wie gut die Kugel skillt ist und wie groß der Schaden ist, kann das zwischen 12 und bis hin zu 30 Sekunden dauern. Wenn er mittlerweile schon Ausfälle im Fahrzeug hat oder öfters mal zur Reparatur irgendwo gestanden hat, kann das durchaus auch länger sein. Das ist eure Lebensversicherung, indem ihr auf das Kanonenrohr dieser Fahrzeuge schießt. Und das ist auch nicht wirklich schwer. Als nächstes visiert ihr dann hier oben diese Optik an. Und dann haltet ihr einfach nur noch drauf, wenn ihr sie trefft. Und dann passiert Folgendes. Die Geschosse gehen durch. In dem Fall jetzt hier bei der Optik ist es, glaube ich, der Richtschütze, der dann stirbt. Oder? Wer sitzt da hinten? Ist der Richtschütze, der dann stirbt. Bei dem M1 Abrams ist es bei der Optik der Kommandant. Beim Kommandant ist es nicht ganz so easy, weil Kommandant, wenn der ausfällt, kann hier der Kollege eigentlich immer noch was machen. Jetzt ist allerdings die Sache die, er hier wird nicht ersetzt. Nichtsdestotrotz, die Geschosse, die hier reingehen, sorgen dafür, dass hier innen drin trotzdem weiter Schaden entsteht. Der Geschützverschluss ist kaputt und was weiß ich nicht alles. Im Regelfall wird auch sehr oft dann schon der Richtschütze verletzt durch die ganzen Splitter. Oder die Geschosse gehen tatsächlich hier hinten durch die Trennwand und entzünden das Munitionslager. Es ist also tatsächlich eine heiße Zone. Ihr habt das in dem Zusammenschnitt gesehen, auch wenn es hier als erstes den Kommandanten erwischt und nicht den Richtschützen. Beim Russen ist es da eben ein bisschen leichter. So, jetzt bleiben wir einfach mal beim Russen selbst. Wenn ihr den getötet habt, seht ihr das ja in dem Killfeed oder in dem Schadensfeed. Da ist jetzt gerade was passiert. Ich habe den getötet, vielleicht ist auch der Geschützverschluss kaputt gegangen. Dann dürft ihr euch tatsächlich ein paar Sekunden Zeit nehmen. Und da wäre meine Empfehlung, die nächste Salve, nachdem der ausgeschaltet worden ist, hier vorne wieder aufs Kanonenrohr zu setzen. Dann wird, falls das Ding schon wieder repariert wurde, es wieder zerstört oder aber die Reparatur wird in die Länge gezogen. Da innen drin müssen die Besatzungsmitglieder nämlich jetzt erstmal die Plätze wechseln. Das dauert 7 Sekunden ungefähr und nachdem diese 7 Sekunden vergangen sind, sitzt da, wo jetzt der tote Richtschütze eigentlich gesessen hätte, der nächste Mann. Dann ballert hier oben wieder durch das Loch, schaltet den aus und dann ist dieser Panzer vernichtet. Ganz einfach. Und dass ihr seht, dass das nicht nur mit einem Begleitpanzer geht, der es theoretisch eigentlich gar nicht können dürfte, oder mit einer Flak, die es eigentlich auch nicht können dürfte,
habe ich das jetzt noch mal einmal für euch vorbereitet als kurzes Beispielvideo mit dem Kampfpanzer 70 und der 0815 Standard Heat Granate. Auch die blase ich ihm hier oben rein. Wir sehen uns danach hier im Hangar wieder. So, ihr habt es gesehen, auch das hat ganz wunderbar funktioniert. Das sind also diese Hotspots, mit denen ihr jedes Fahrzeug frontal kaputt bekommt. Sicherlich für den einen oder anderen Panzerfahrer jetzt nicht unbedingt so interessant, weil man auch naturgemäß mittlerweile einiges an Munition mit sich führt, wo man diese Fahrzeuge auch anders penetrieren kann. Aber es gibt eben auch Fahrzeuge, die dort oben unterwegs sind, die sich bisher nicht so wirklich zu helfen wussten. Eben Flakfahrzeuge oder ein Begleitpanzer. Oder auch diverse Fahrzeuge anderer Nationen. Oder eben Fahrzeuge, die ihr einfach mit im Deck habt, um ein größeres Deck zu haben, die da oben aber eigentlich nichts mehr zu suchen haben. Auch die können sich jetzt mit diesen Fahrzeugen frontal anlegen, wenn sie sich an diese Regeln halten. Erst das Kanonenrohr zerstören und danach den Hotspot anvisieren und dann die Crewmitglieder nach und nach auseinandernehmen. Eventuell nochmal wieder das Kanonenrohr zerstören. Aber wenn man sich daran hält, dann funktioniert das ganz wunderbar. Und je nachdem, wie viel Übung ihr habt, muss man dafür nicht nur 10 Meter nah an den Gegner dran sein. Man kann das auch auf 100 Meter schaffen und das ist schon eine Distanz. Da wird der andere wahrscheinlich fluchen und sagen, was geht denn hier gerade ab? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Tipps ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß im Spiel. Mit einem der nächsten Videos wird der beste Panzerfahrer für den Monat März, ist es glaube ich, oder April, ich weiß es gar nicht, gekürt. Das wird jetzt als nächstes kommen. Und ich werde euch die Top 10 der Premium-Fahrzeuge zeigen, die man zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht nicht unbedingt primär kaufen sollte, weil man da dann vielleicht nicht ganz so viel Spaß mit hat und letztendlich vielleicht das Gefühl hat, da habe ich jetzt mein Geld zum Fenster rausgeworfen. Wen es interessiert, der schaut sich eins der kommenden Videos an. Bis dahin, tschüss, alles Gute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Implit.